Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Aktienfreunde, zu einer neuen Aktienanalyse. Royal Dutch Shell, Überlebenskampf eines Ölgiganten. Klingt etwas dramatisch, ist es auch, werden wir nachher gleich noch ein Zitat vom CEO sehen. Ebenfalls dramatisch, zwei Drittel Dividendenkürzung und der Aktienkurs liegt am Boden. Jetzt die Frage für diejenigen, die hartgesotten sind: Ist die Aktie jetzt günstig? Ist es ein Schnäppchen? Lohnt es sich eventuell zu kaufen? Das schauen wir uns an. Natürlich auch die Frage für diejenigen, die die Royal Dutch Shell Aktie schon im Depot haben. Was mache ich damit? Kaufen, also nachkaufen, physisch stillhalten oder vielleicht verkaufen. Eventuell hilft dem einen oder anderen diese Aktienanalyse. Es gibt auch nochmal parallel eine Aktienanalyse auf dem Aktienfinder-Blog von einem unserer freien Autoren. Hier jetzt das Video von mir mit 100% meiner Meinung. Wie immer auch 100% subjektiv. Mein Name ist Thorsten Tiet, ich betreibe die Seite Aktienfinder.net. Hier geht es ums langfristige Investieren in Aktien, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Wir sind ja schon im Aktienfinder drin und da habe ich schon mal jetzt hier vorgefiltert auf die Öl- und Gaskonzerne. Siehst du hier alles Öl und Gas? Und um eine kleine Standortbestimmung zu machen, wie haben sich denn die Aktien so in den letzten Jahren geschlagen, und da siehst du, upsala, es definiert oder es dominiert eine Farbe und die ist rot, blutrot sogar. Wir haben selbst auf 10 bis 15 Jahre rückblickend mit den meisten Aktien starke Verluste eingefahren. Es gibt ein paar Ausnahmen, ja, beispielsweise russische Energieaktien hier, Rosneft oder Surgutneftgas, Surgutneftgas, so rum. Auch Lukas hat sich gut geschlagen, wenigstens auf 5 bis 10 Jahre, aber viele andere Aktien da eben blutrot. Wenn man auf ein Jahr schaut, dann ist es ganz, ganz übel. Die meisten Aktien haben zweistellig verloren, viele sogar über 50%. Es gibt nur eine einzige Ausnahme mit Cabot Oil & Gas, die 6,3% zugelegt hat auf ein Jahr, alle anderen stark verloren. Woran liegt das? Klar, in erster Linie wegen des Kurswirtschaftsabschwungs, so rum, und zwar ausgelöst durch die Corona-Pandemie, das wissen wir alle. Es gibt aber noch einen anderen Grund längerfristiger Natur, und das ist derjenige, der hier, also das sieht man hier, das ist die von der Internationalen Energieagentur hier, und da gibt es eine Prognose, wie der Verbrauch sich entwickeln wird, aufgeteilt in Energieträger, und wir sehen, dass die fossilen Energieträger Gas, Öl und Kohle, aber auch Nuklear, also Atom hier, an Bedeutung verlieren werden. Hier sind quasi 100% basierend auf dem Jahr 2019 erstmal rückläufig, beispielsweise Öl ab 2023 könnte dann laut dieser Prognose wieder der 2019 Verbrauch erreicht werden. Gas soll ein bisschen besser gehen, aber die Zukunft ganz klar hier bei Renewables, das heißt im Bereich der erneuerbaren Energien. Hier kommt hier übrigens auch noch hinzu, dass wenn der Verbrauch doch leicht steigen soll, dann ist es nicht so etwa wie im Bereich von Tabak, wo man die Preise erhöhen kann, auch um rückläufiges Absatzvolumen auszugleichen. Wir haben hier einen harten Preiskampf im Öl- und Gasmarkt. Das Monopol der OPEC ist Geschichte. Wir haben die USA und Russland, die ebenfalls als Nicht-OPEC-Staaten starke Exporteure sind von Öl und Gas. Und das heißt, die drängen auf den Markt und die Preise von Öl und Gas sind tendenziell unter Druck. Also nicht so, wie beispielsweise es in der Tabakbranche ist. Das zeigt sich auch, wenn wir bei Royal Dutch mal bleiben wollen oder mal reingehen, hier in den Margen. Wenn ihr euch die Margen anschaut, dann seht ihr hier eine langfristige Wellenentwicklung, die eindeutig nach unten zeigt. Und momentan haben wir sogar negative Nettomargen und auch operative Nettomargen. Das heißt, je mehr Umsatz Royal Dutch Shell macht, aufgrund der negativen operativen Marge schon, umso mehr Verlust machen sie. Also rein betriebswirtschaftlich wäre es am besten, die würden überhaupt keinen Umsatz machen, da hätten sie die wenigsten Verluste gemacht. Geht natürlich auch nicht. So, auch die Umsatzentwicklung sehr unstabil hier.
Und hier sehen wir die Dividendenkürzung. Wenn die ganze Dramatik hier wird auch hier anhand eines Zitats vom CEO, also Vorstandsvorsitzenden, deutlich, der da im Jahresbericht 2019 sagt, wir wissen, dass die Energiewende kommt und wir müssen daran teilhaben, wenn unser Unternehmen überleben soll. Das ist im Prinzip das und von daher auch der Titel Überlebenskampf eines Ölgiganten. Jetzt die Frage, wie weit ist denn Royal Dutch Shell schon vorangekommen im Bereich der erneuerbaren Energien? Also da ist jetzt quasi dieses Dickschiff, dieser Tanker Royal Dutch Shell, der versucht jetzt den Kurs zu ändern, bevor er quasi in den Eisberg fährt. Und da haben wir hier die Facts at Workstation. Dann sehen wir hier die unterschiedlichen Segmente von Royal Dutch Shell. Und jetzt ist noch zu wissen, wir haben also Downstream, das ist mit Abstand das größte Segment. Hier seht ihr das, 230 Milliarden und dann 32 Milliarden aus dem Segment Integrated Gas. Und in diesem Segment verstecken sich die Umsätze aus erneuerbaren Energien. Das heißt, Royal Dutch Shell weist die Entwicklung erneuerbarer Energien nicht gesondert aus, sondern versteckte hier in diesem Segment, das lediglich 2019 für 12% der Umsätze verantwortlich war. Mit anderen Worten, die erneuerbaren Energien machen nur einen sehr, sehr kleinen Anteil am Gesamtumsatz aus. Das heißt, diese Kehrtwende ist noch längst nicht vollzogen, sondern die wird vielleicht gerade erst eingeleitet, wenn man das Ganze umsatztechnisch sehen will. Ich finde auch nicht gut, dass Royal Dutch Shell das so versteckt, die Umsätze der erneuerbaren Energien, weil wenn doch schon selbst der CEO sagt, das ist die Zukunft und davon hängt es ab, dann würde ich das gerne auf einen Blick sehen können und nicht, dass das hier versteckt wird. Gefällt mir als Aktionär auch überhaupt nicht, dieses Vorgehen. Aber gut, ich bin kein Aktionär, aber mir gefällt es trotzdem nicht. Positiv könnte man sehen hier, dass die Verschuldung von Royal Dutch Shell hier mit einer Schuldenquote von 57% durchaus noch Spielraum zulässt, noch mehr Schulden zu machen, wenn man so möchte, um die entsprechenden Investitionen zu tätigen, auch beispielsweise um Abfindungen zu zahlen für die anstehenden Massenentlassungen im Rahmen der Konzernumstrukturierung. Es ist ja auch noch übrigens so, dass die Exploration nicht aufgegeben werden darf. Royal Dutch Shell hat noch Lagervorkommen ungefähr für Lagerstätten von Erdöl, Erdgas für ungefähr 8 Jahre. Das heißt, die müssen ja weiterhin erstmal für viele Jahre noch Geld verdienen mit Öl und Gas, um dann entsprechend durch den freien Cashflow zu investieren in die Umstrukturierung hin zu erneuerbaren Energien. Aber auch investiert werden muss eben auch in die quasi in das absterbende Geschäft von Öl und Gas, um in diesem Bereich weiter Geld zu verdienen, was ja offensichtlich nicht allzu einfach ist, wenn man sich hier die Entwicklung der Margen anschaut, die langfristig in Wellenform nach unten zeigen. Was jetzt droht, meiner Meinung nach, ist eine lange Sklerose des Unternehmens. Das heißt, die werden nicht sofort pleite gehen, aber die Frage ist, ob ihnen diese Wende hin zu erneuerbaren Energien gelingt. Ich glaube, es kam schon raus, meine Meinung, dass wir hier eine sehr hohe Unsicherheit, sprich ein sehr hohes Risiko sehen. Jetzt ist die Frage, wenn wir weg vom Risiko gehen, hin zur Rendite, was ist denn da zu holen? Und da ist jetzt insbesondere die Bewertung wichtig. Deshalb gucken wir mal in den Dividendenturbo, schauen uns kurz die aktuelle Dividende hier an und dann haben wir hier nach der Komplettkürzung sozusagen, wenn die komplett verarbeitet ist, wir zeigen ja immer die letzten 12 Monate, eine Dividendenrendite von 5,4% und das ist keine Dividendenrendite, die jetzt besonders hoch wäre im historischen Vergleich, sondern die ist eher irgendwo hier im Mittelfeld. Also aus der Dividendenbrille heraus betrachtet, schon scheint die Aktie jetzt nicht so super interessant zu sein, insbesondere dann nicht, wenn man sich des hohen Risikos bewusst wird.
weil wir wissen ja auch nicht dann, wie sich die Gewinne, die Cashflows am Ende auch die Dividenden entwickeln werden von Royal Dutch Shell. Wenn wir uns jetzt mal die dynamische Aktienbewertung hier anschauen, dann gucken wir mal, weil das ist die komplette Ansicht quasi. Hier werden nicht nur Dividenden verarbeitet, auch Gewinne, operative Cashflows und vom Gewinn sogar der bilanzierte sowie der bereinigte Gewinn. Und wenn wir da mal gucken, können wir den bereinigten operativen Cashflow Dividende, denke ich, nehmen. Und zwar hier ab im Jahr 2004. Dividenden haben wir hier erst ab im Jahr 2005. Vorher kann kein Datenprovider die Dividende liefern. Auch manuelle Versuche mithilfe der Mitglieder, die einzelnen Dividendenzahlungen aufzuspüren, sind leider fehlgeschlagen. Wer weiß, wo es die Dividendenzahlungen gibt von vor 2005, darf sich gerne hier bei uns melden. Wir tragen das gerne händisch ein in unsere Datenbank. Eins kann ich schon mal sagen, auf der Investor Relations Seite von Royal Dutch Shell gibt es diese nicht. Gut, dann schauen wir mal, was die fairen Werte so sagen. Ihr seht hier dieses stetige Auf und Ab übrigens, nicht nur vom Aktienkurs, sondern auch von den Cashflows und von den Gewinnen, die dann natürlich zum Auf und Ab beitragen des Aktienkurses, die führen dazu, dass die faire Wertberechnung natürlich auch entsprechend springt, beziehungsweise etwas unzuverlässiger ist als bei Aktien, die eine stabile Entwicklung von Cashflows und Gewinnen aufzuweisen haben. Gucken wir mal hier rein. Also man sieht schon, dass der Aktienkurs auch hoch und runter geht, so tendenziell jedenfalls entsprechend hier dem Gewinn. Dann haben wir hier den fairen Wert beruhend auf dem operativen Cashflow und dann holen wir uns auch mal den von der Dividende. Zoomen da mal jetzt hier so ein bisschen rein. Und dann interessante Beobachtungen. Basierend auf der Dividende wäre die Aktie fair bewertet. Das sind wir irgendwo im Durchschnitt, haben wir gerade gesehen, unter Verwendung des Dividendenturbos. Dann hier basierend auf dem Gewinn oder auf dem operativen Cashflow kommen wir hier zu gegenteiligen Ergebnissen. Da wäre die Aktie einmal unter und einmal überbewertet. Da würde ich mich eher hier am Cashflow orientieren. Und wir haben hier Aussagen der Analysten, die dann davon ausgehen, dass es doch schon wieder kurz- bzw. mittelfristig, dass schon wieder alles gut wird. Das heißt, dass hier dann die Margen steigen sollen. Diese fast Verdopplung des Umsatzes hier, dieser Ansprung, den würde ich jetzt mal nicht so für bare Münze nehmen. Aber hier gehen die Analysten mal davon aus, dass die Margen wieder steigen sollen. Das ist also das aus meiner Sicht so nach dem Motto, es wird schon alles gut, Szenario. Das bildet sich dann hier auch in den fairen Werten ab. Aus dieser Sicht gäbe es dann ein kurzfristiges Aufwärtspotenzial hier von irgendwo, wenn ich hier mal einfach nur die goldene Mitte nehme, aus Cashflow-Sicht von sage und schreibe 200%. Ich möchte das Ganze aber mit einem Fragezeichen versehen. Das heißt, ob dieses Positivszenario so eintritt, das ist nicht in Stein gemeißelt. Und man darf auch nicht vergessen, das ist das Kursaufholpotenzial, weil der Aktienkurs eben hier seit Mitte 2018 extrem gelitten hat. Da ist nämlich die Aktie um 56% eingebrochen, ja sogar um mehr eingebrochen, denn hier ist ja noch die Dividende verarbeitet. Also wir haben hier diesen massiven Kursrückgang von 37 auf 12 Dollar. Also kann man relativ gut ausrechnen, um zwei Drittel ist der Aktienkurs abgeschmiert. Ungefähr genau ums Gleiche wie um die Dividende. Da ging es Hand in Hand nach oben, nach unten. Und deshalb haben wir jetzt auch hier wieder ein ordentliches Aufholpotenzial erstmal hier hin quasi zum alten Aktienkurs. Da wären wir ja wieder angekommen, ne? Wenn ihr diese Linie und diese Linie verbindet miteinander, dann werdet ihr quasi wieder beim alten Hoch im Jahr 2018. Wenn, und ich blende jetzt nochmal diese Geschichte hier ein vom operativen Cashflow und so weiter, wenn sich der operative Cashflow wieder so weit erholen würde und der bereinigte Gewinn, dass er auch wieder da liegen, wo eben im Jahre 2018 sie waren, da haben wir jetzt die positiven Fantasien der Analysten. Ich würde das Ganze also deutlich mit Vorsicht sehen. Und dann ist ja nochmal die Frage,
was langfristig zu erwarten ist von der Aktie. Ihr kauft ja die Aktie wahrscheinlich als langfristige Aktionäre nicht, um sie wieder relativ bald zu verkaufen. Das ist natürlich auch eine Strategie, aber das ist kein langfristiges Investment, sondern das wäre eine Spekulation in einen Turnaround. Kann man natürlich machen mit dem entsprechenden hohen Risiko, was hier definitiv gegeben ist. Aber für langfristige Investoren, was passiert denn nach 2023 und so weiter? Und ich denke, wenn ihr einfach mal hier den kompletten Kursverlauf anschaut, das seht ihr im Prinzip, was passieren kann. Wir haben hier eben einen Zykliker und langfristig geht es eher abwärts anstatt aufwärts. Und was die Zukunft bringt, wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass es für Royal Dutch Shell sehr schwer werden wird, das Schiff zu wenden, weil sie noch ganz, ganz am Anfang stehen im Bereich erneuerbare Energien. Ob sie jemals damit so viel Geld verdienen werden wie hier mit Öl, beziehungsweise einst mit Öl, steht in den Sternen. Für mich deshalb kein Kauf, die Royal Dutch Shell Aktie. Wenn ich eine Aktie suchen würde mit sehr hohen Dividenden, dann würde ich anderswo fündig werden. Es drängt sich für mich der Vergleich auf, wirklich mit der Tabakbranche, die ja auch im Umbruch sind, auch aufgrund politisch geänderter Rahmenbedingungen in erster Linie. Aber bei den Tabakaktien, da ist eben nicht so dieses extreme Auf und Ab gegeben. Auch beim Aktienkurs sind auch eingebrochen. Aber wenn wir uns bei Tabak die Gewinne angucken, insbesondere die bereinigten Gewinne und die Cashflows, dann verlaufen die nicht so sprunghaft und instabil wie hier. Und vor allem haben die keine negativen Margen. Insofern würde ich zum Beispiel Tabak ganz klar vorziehen. Da haben wir auch eine Aktienanalyse gemacht, vor kurzem zu British American Tobacco. Kannst du dir auch gerne anschauen. Hier einfach mal gucken, British American Tobacco. Hier sieht man das Ganze. Und denen ihre Dividendenrendite ist sogar noch höher als beispielsweise die von Royal Dutch Shell. Gibt aber noch andere interessante Hochdividendenwerte, auch in anderen Bereichen wie Versicherung und so weiter. Natürlich auch teilweise REITs. Also da gibt es eine ganze Menge. Deshalb, es drängt sich für mich ein Investment in diese Branche hier nicht auf. Aber alles nur meine Meinung. Ich wünsche dir jedenfalls so oder so gute Investments und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.